Könnt ihr euch noch in Blizzard an diesen Tempel hier erinnern? Hier ganz oben bei Blizzard gibt es hier oben einen Tempel, den ich noch nie war. Und das liegt einfach daran, dass wir da noch nie hin konnten. Aber jetzt können wir da hin. Nur Auserwählte dürfen den Tempel von Blizzard betreten. Es tut mir leid, aber du musst wieder gehen. Doch wenn man Champ ist und oder die Regis gefangen hat, passiert das hier. Das ist in Ordnung. Diese Person darf hinein. Sinta hat mir erzählt, dass du fleißig in deinem Pokédex arbeitest. Im Tempel wirst du bestimmt auch viele seltene Pokémon stoßen. Viel Spaß beim Erforschen. Dankeschön. So, und hier sind wir im Blizzard-Tempel. Und ihr seht schon, hier sind überall so komische Statuen. Hier kommen auch wilde Pokémon. Da setzen wir am besten direkt mal einen Topschutz ein. So. Ja, hier sind überall Eisblöcke. Ist alles eingefroren. Ich meine, ist ja auch klar, ne? Die Arena ist auch hier ziemlich eingefroren. Das wirkt zwar vielleicht so wie so richtig krasse, komplexe Rätsel, aber es ist einfach alles zusammengeschmissen und macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Ich meine, sagt mir mal alle, wie komme ich da jetzt rüber? Schwierig, oder? So. Wir dringen immer tiefer hinein. Machen uns nur eine kleine Abkürzung hier, auch wenn sie sich nicht lohnt. Machen wir sie trotzdem. So. Und dann von hier aus. Immer weiter nach unten. Immer tiefer in den Keller. Dieses Eistempels. Ja, ihr seht schon, die Rätsel sind überhaupt nicht schwer. So. Ich muss überlegen. Ich glaube so. Ah, nee. Ich glaube so, oder? Ja, so. Okay. So, noch tiefer. Oh, das ist noch ein Item. Nehmen wir das mal ganz schnell mit. Können wir das mal mitnehmen? Ah, ich sehe das Problem. Wie können wir das regeln? Wir haben hier einen Stein. Den können wir bestimmt bewegen, damit er uns hilft. Ja. Ja, können wir auch. Und zwar damit wir nicht auf die andere Seite sliden, können wir diesen Felsen nach ganz rechts packen. So, und dann sliden wir nicht mehr hin und her. Ein Stück ewiges Eis. Ich glaube, dieses ewige Eis verstärkt Eisattacken. Bin mir aber gar nicht sicher. Und ich meine, man kann ja auch schon hin, nachdem man den Champ besiegt hat. Aber das ist wirklich was bringt, tut es nicht, außer dieses Item zu bekommen. Denn man will hier eigentlich für Gigigas hin, was ihr gerade schön in der Kamera gesehen habt. So. Regigas könnt ihr übrigens nur aufwecken, wenn ihr alle drei Regis habt im Team. Ihr müsst die alle mitnehmen. Sprich, Registeel, Regice und Regirock. Ihr braucht alle drei im Team. Erst dann funktioniert's. So, ich versuch's gerade First Try zu schaffen. Leider nicht. Okay, wo bin ich jetzt? Hier. Okay, von vorne. Zack, 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 zack. Maybe. Dann nach hinten. Bestimmt. Nee. Okay, das muss ich gerade selber ein bisschen herausfinden. Vielleicht von... Oh. Vielleicht von hier einfach runter? Das könnte funktionieren. Nach da? Nee. So, ja. So. Und so. Jetzt bin ich wieder hier. Moment. Moment. Ja. Ja. Und da haben wir es. Und jetzt können wir gegen Regigigas kämpfen. Da speichere ich natürlich erstmal kurz ab. Diese Pokémon-Statue scheint eine seltsame Energie auszustrahlen. Du liest die Inschrift. Ein Körper aus Gestein, ein Körper aus Eis, ein Körper aus Stahl. Sind die drei Pokémon vereint, der König so dann erscheint. Und da alle drei ein Team haben. Gigas! Können wir gegen Regigigas ankämpfen? Und vielleicht auch Scheinjanten. Mal gucken, wie ich Bock hab. Da war ich also nun dran, dieses Regigas zu Shiny Hunten.
Leider wusste ich damals nicht, wie lange diese Hand gehen würde. Zwischendurch ist mir auch einmal mein Safe fast weggegangen. Am Anfang habe ich diesen Shiny Hand fast daily auf Twitch gestreamt. Aber irgendwann wurde mir das einfach zu blöd und ich habe es dann einfach in meiner Freizeit weitergemacht. Das bedeutete wiederum, dass ich mich nur auf Shiny Handen konzentrierte, statt Videos aufzunehmen oder zu schneiden oder zu streamen. Zocken war auch schwer, weil ich ja aktiv immer noch Handen wollte und ich somit oftmals einhändig spielte. Ihr denkt das sicherlich gerade. Aber es hat wirklich ungefähr einen ganzen Monat gedauert, von morgens bis abends zu handeln. Ganze Wochenenden gingen dabei drauf. Ich hatte wirklich nichts anderes mehr im Leben, als diesen Riesen beim Farbwechsel zuzuschauen. Aber an einem Abend um 23 Uhr, als ich mittendrin war in Minecraft mit einem Kumpel über eine XP-Farm zu reden, passierte etwas. Ah ja, und nicht wundern, ich lag gefühlt einfach auf meinem Stuhl, weil ich schon richtig müde war und es schon spät war. Ist da jetzt XP drin? Da war gar nichts drin. Ja, da war aber fast gar nichts drin. Shiny! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Shiny! 8800, ich hab das Shiny! Ich hab das Shiny! Ey, ich lief mal kurz aus Minecraft raus. Ey! Ey, ohne Witz, ich mach mal kurz Übertragungen für dich. Es ist 23 Uhr, ich hab das Shiny. Guck das an. Warte. Das Shiny der Gigas. Ja, die Kamera wird sich zeigen. Da, siehst du's? Nice. Ey, das... Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Direkt einmal gewackelt. Okay, zweimal. Zweimal. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice. Endlich die Tortur ist vorbei. Oh mein Gott. So, und jetzt schmiert ihr das. Das ist der längste Shiny in meinem Leben. So, und jetzt schmiert ihr das Spiel ab und. Alter, dann verkaufe ich es aber, ohne Witz. Kolossus. Das ist ein richtig cooler Name, wie ich finde. Wie es da steht. In meinem Team. Natürlich in meinem Team. Abspeichern, Zimmer speichern, Zimmer speichern. Speichern, speichern, speichern. Oh mein Gott, Leute. Shit. Ich habe es. Ich habe es. Ja. Ja. Nee. Ja. Yo. Warum ist das so klein? Es ist ein Riese. Es ist literally ein Kolossus. Und außerdem, warum hat er so eine komische Pose? So ein halber A-Pose, so ein krampfhafter A-Pose. Sieht komisch aus. Und er ist mega lahm, okay. Immer sieht das Shiny cool aus. Bin wahrscheinlich zu missfallen. Ja, ich hab ihn geweckt. Woo, ich hab ihn!
sobald man Pokémon Legends durchgespielt hat und man hier in BDSP wieder in seinem Zimmer ist, kann man diesen Pokéball finden. Und hier findet man eine Azurflöte. Das ist theoretisch auch ein Event, aber dieses Event wird niemals weggehen. Also, solange ihr beide Spiele habt und beide durchgespielt habt, werdet ihr hier in BDSP immer diese Azurflöte bekommen. Anders als bei Shaman und Darkrai. Die sind für immer weg. Genau. Die Azurflöte. Sieht krass aus, finde ich. Eine Flöte, deren Töne nicht von dieser Welt zu sein scheinen. Ihr Erschaffer ist nicht bekannt. Seltsam, oder? Sobald man dann beim Kraterberg ganz oben angekommen ist und man die Azurflöte im Besitz hat, kann man hier diese einsetzen. Die Töne der Azurflöte verhallen, ohne dass etwas geschieht. Oh. Ah, ich muss ein... Okay. Deine Azurflöte macht ein Geräusch. Möchtest du drauf spielen? Ja. Du spielst auf der Azurflöte. Und da erscheint auf einmal eine durchsichtbare Treppe, die scheinbar in den Himmel führt. Wow, eine Treppe aus Licht erscheint. Ich hab Angst! Und jetzt? Okay, muss man's nochmal spielen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir die Treppe hinauf. Dieser epischen Kamerafahrt. Was wird uns dort oben nur erwarten? Ich kann sie jetzt schon sehen. Es ist niemand Geringeres als Arceus. Dich kenne ich schon, mein Freund. Aus Legends. Und nun treffen wir uns erneut. Arceus oder Arceus. Das Theme ist richtig cool. Und dich haben wir ja bereits in Legends. Deshalb versuchen wir dich mal mit diesem epischen Theme zu shiny hunten. Ja, als ob Regigigas nicht schon Qual genug wäre. Ich will noch mehr Qual. Und falls ihr schon dachtet, Regigigas hat lange gedauert. Nein. By the way, hier ist was Interessantes, was beim Shiny Hunten passiert ist. Das ist die Pose dann von Joseph. LOL! Max? Hä? Was zum... Ich glaube, meine Switch ist überhitzt. Moment. Die Switch war, by the way, nicht überhitzt, sondern es lag daran, dass ich im Hintergrund auf der Switch Fall Guys gedownloadet habe. Aus Joke, by the way. Leider wurde ich zwischendrin krank und war ständig mega schlapp. Aber konnte zumindest die Zeit, die ich zu Hause blieb, nutzen, um viel zu shiny handen. Trotz dessen hat diese Hand ungefähr ähnlich lange gedauert wie Riegers. So circa 90 bis 100 Stunden. Irgendwann war ich am FNF spielen, habe richtig mitgebobbt und die Musik gefühlt. Und dann? Moment. Oh mein Gott.
Max, mach bitte, Max. Call, Max. Oh mein Gott, oh mein Gott. The world. Ich nehme dann 4,5 Stunden auf. Ich habe meinen bei Giratina schon verwendet. Leider zu früh, ich hätte Giratina auch erstmal versuchen können, normal zu fangen. Das war mein Fehler damals. Warte, nee, erstmal fangen hast du gesagt. Ja, zur Sicherheit, weil. Oh! Zwei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Max, ich hab's! Ich hab's! Oh mein Gott. Mit meinem zweiten Ball. Ey, wofür braucht man Latias, ey? Ohne Witz, wer braucht denn sowas? Für die, die verwirrt über Latias sind, ich hatte Latias im Team, da es Heilwog erlernen kann. Eine Attacke, welches den Gegner heilt. Denn ihr müsst wissen, Azad hat nur so ungefähr 30 AP, beziehungsweise 30 Runden und dann struggelt, also schlägt sich dann selber zu Tode. Damit der Plan auch funktioniert, habe ich Items dabei gehabt, die meine AP erhöhen. Ich dachte, der Plan wäre richtig gut, aber mir ist aufgefallen, dass ich vergessen habe, mir neue Heil-Items zu kaufen und der Plan somit nicht wirklich geklappt hätte. Guck es dir an. Mythen besagen, dass dieses Pokémon bereits vor der Existenz des Universums geboren wurde. Oh yeah. 9288, ja. Giratina möchte seine Zahl zurück. So, und wie nennen wir es, Max? The World. Full Caps natürlich. So, warte mal, was sich sieht. Hier. The World! Ja, in meinem Team natürlich! Du rausladest, wer braucht das denn? Ich bin so stolz auf mein Scorpion, ne? Speichern. Bevor ich speichere, erstmal die Stats. Erstmal Stats. Look at it. Guck es euch an. Ja, ich sehe okay aus. Warte. Warte, dann speichere ich kurz ab, während du nachschaust. Guck dir das an. Genesung hatte 10 HP, Max. Ja, ich hab doch gesagt. Ich hab nicht gecheckt. Oh, guck mal, es mag süßes Essen. Ey, das ist so eklig, dass Apius nur 35 HP hat. Aber, warte. Kann ich es nicht direkt hier rausholen? Nee, das geht hier nicht. Oh mein Gott, Leute. Schutz wirkt nicht mehr, oh nein. Ich hab schon dreimal gespeichert, weil du geredet hast. Egal, ich hab echt trotzdem Schiss. Das ist vorbei. Ja, ich hab schon. Alles gut. Ja, das wollte ich auch machen. Ich kann's immer noch nicht rausholen. Ich bin noch draußen, Bro. Ich muss den Weg jetzt wieder finden. Du kannst doch jetzt schon fliegen. Really? Ich bin jetzt draußen. Das heißt nichts. Oh, warte. Tatsache. Was heißt nicht? Einfach Top-Schutz verschwendet. Egal. Wen juckt's?
So, Leute, und mit Arceus in unserem Besitz, ich hol's mal kurz raus. Warum? Zum letzten Mal, warum ist es so winzig? Es ist Gott aller Pokémon und ist kleiner als ein Mensch. The World zeigt dir seine Stärke. Ja, ja, ja. Okay. Oh, das sieht cool aus. Es fliegt. Es macht eine ähnliche Animation wie Sky vom Shaman. Das finde ich sehr cool. Ja. Schön im Hyperball gefangen. Passt ja von den Farben. Schwarz-Gelb. Und hi, Bro. Die Attacken ändern. Geoform. Geh mal von. Warte. Sorry. Wait, what? Das war's? Also dann wird's. Ich schau schnell mal an das Urteilkraft nochmal erlernt, weil ich dachte. Ich dachte, so. Kann ich Arceus die Attacken von Dialga, Palkia und Giratina erlernen? Es war das? Ich hab ein Band damit, aber. Aber ansonsten. Nee. Achso, das kann es gar nicht. Ich hab ein Band, aber. Ah, so hab ich das verwechselt. Mike. Ja. Möchtest du wissen, wann Arceus Urteilskraft erlernt? Level 100. Ja, Urteilskraft ist ja seine Signature-Attacke und das Ding ist Level 80. Also. Schon ein bisschen cringe. So, Max, du weißt, was das heißt, dass ich das Shiny hab. Ich kann jetzt endlich wieder. Ich kann jetzt endlich wieder streamen.